viele tüchtige Personen gehen ein unternehmerisches Risiko ein, sind KMU, einige rudern. Die Frage ist, braucht es mehr Staat oder weniger Staat, damit es mit der Wirtschaft wieder bergauf geht? Also die Klein- und Mittelbetriebe sind meines Erachtens nach wie vor das überhaupt das Standbein unseres Landes, also Österreich auf jeden Fall, ne? Weil die Konzerne, nach meinem Wissen, ja, ich kann mich korrigieren, aber ich glaube, ich irre mich nicht, keine Wertschöpfung für das Land bringen, oder relativ wenig, weil die wenig Mitarbeiter beschäftigen und wenig Steuer zahlen oder fast keine oder überhaupt keine. Durch Förderungen, durch den Förderungsdschungel von 1000 möglichen Förderungen werden wir das Problem nicht lösen können. Meines Erachtens, ich sehe das in meinem Betrieb, man muss einfache Möglichkeiten schaffen, um innovative Unternehmer, die wollen, ja, zuzulassen, dass sie arbeiten dürfen. Man muss denen einfach Luft lassen, ja, und das fehlt mir zurzeit. Also mehr Spielraum, mehr Luft, weniger Bürokratie, das ist unser gemeinsamer Appell. Vielen herzlichen Dank, lieber Herr Schober, für das interessante Interview. Bitte gerne. Danke.